Ja, wunderbar, schön. Heute Ingrid Maria Linnert wird interviewt von Heidemarie Sasse. Wunderschön, freut mich sehr. Es ist Donnerstag, 24. März 2016, und von Ingrid Maria Linnert gibt es eine Seite, wo alle ihre Aufzeichnungen sind. Und das heißt, ihr könnt auch schauen, wie sie sich am Anfang vorstellt. Das ist diese Aufzeichnung. Gehört eine Serie von Aufzeichnungen. Ne? Okay. Das letzte Mal haben wir aus Ibiza Ja, gesendet. So, Ingrid. bitteschön. Ja, danke schön. Ja, liebe Ingrid, ich habe mich gefreut, dass ich dich heute ein bisschen moderieren darf. Ja, das gehört dazu, ne? Ab und zu mal so ein kleiner Frosch im Hals. Der verschwindet auch. Okay. Ja, Vielleicht hast du zu ich denken freue gehabt. mich auch. Ja, Genau. habe ich jetzt schon hergestellt. Ist klar. Ja, genau. Ja, also es ist ein sehr schönes Thema. Ich habe ja durch dich auch schon einiges lernen dürfen, weil ich habe ja dann immer, wenn es halt um Religion geht und diese Themen, dann bin ich ja mit meiner astrologischen Hintergrundkenntnis immer beim Schütze-Thema. Und dann das ist ja dann auch oft so, dass man Hört heute sicher. Ja. Etwas, ja, also entweder ablehnend oder so, ne? Und das war bei mir natürlich auch, also doch ziemlich intensiv, muss ich sagen. Ich habe aber auch wirklich ganz viel geklopft in der Richtung. Und dann fand ich das schön, als von dir dann, also halt, als wir beide mal miteinander geklopft haben, dass du dann halt so vehement die Kirche verteidigt hast und auch deine Erlebnisse gesagt hast. Und das hat mich also wirklich beeindruckt. Und ich habe durch dich an der Stelle schon viel gelernt. Ja, jetzt weiß ich nicht, So, ob ich ich jetzt jetzt auch andere damit Fragen fertig. machen soll. Ich fand das also beeindruckend. Jo, naja, das freut mich. Ich sage eh, ich habe es einfach so positiv erlebt, dass diese paar Sachen, die nicht gestimmt haben, ja, die haben mich zu größerer Liebe hingebracht. Ne? Das ist ja auch keine Ja, Blöde, darum geht es ja. Sag ne? ich Um genau. das geht es ja eigentlich, ne? In der ganzen Lehre Jesu. Und ich möchte, aber ich erzähle das jetzt ein bisschen für die Allgemeinheit. Ne? Ja. Wenn ich da, ich Genau. setze mal an und du kannst ja dann zwischendurch, wenn dir was aufkommt, kannst ja dann Fragen stellen. Genau. Ne? Ja. Ja. Na, also ich möchte dazu sagen, ich habe es eigentlich schon als kleines Kind gut ausgewählt, weil meine Mutter ist gestorben, was nicht ganz so fein war, mein Zwillingsbruder gleich vorher noch, der ist gleich tot geboren. Und dann haben sie einmal 3 Monate überlegt, wo sie mich hintun. Mein Vater wollte unbedingt in ein Heim. Meine Oma hatte das Testament von ihrer Tochter in der Hand, dass sie mich aufziehen soll, wenn irgendwas wäre. Wahrscheinlich hat es die Mama schon irgendwie geahnt. Meine Tante in Innsbruck hat auch gesagt, auf keinen Fall ein Heim. Ich nehme es auch. Naja, und dann hat halt die Oma gesiegt, weil es eben erstens näher war vom Mödling. Der Papa hat in Mödling gewohnt und und die Oma in Eisenstadt. Und die Oma auch eine gestandene Frau war, wie man so schön sagt. Und die Tante Liesl war so eine Schmächtige, die schon so zerbrechlich ausgeschaut hat, dass er das so und so nicht wollte. Da sind sie über 90 geworden. Ne? Und die Oma ist mit 80 gegangen. Aber die Oma hatte eben ihre Aufgabe erfüllt gehabt an mir, und damit war es gut für sie. Naja, und dann, so war das eigentlich trotz allem, trotz diesem scheinbar schweren Einstieg, eine gute Wahl. Denn meine Oma hat zwar mit Gott sehr gehadert, dass er ihr die Tochter so früh genommen hat. Mama war 37 und war eine sehr beliebte und sehr hübsche Frau, sehr lebenslustig, halber die Ungarin, nicht so. Also, es war nicht leicht, auf diese Tochter zu verzichten. Und, aber trotzdem hatte sie diese persönliche Beziehung zu Gott. Also sie hat halt mit ihm geredet, nicht? Einfach so, wie er danach war, nicht? Und im Guten und im Schlechten. Aber sie hat mir das auch beigebracht. Und ich habe praktisch, also ich war von klein auf das gewöhnt, dass wir mit Gott und mit Jesus und mit Maria einfach ganz normal reden, nicht wie uns ist. Nicht? Und am Abend haben wir gebetet für den Onkel Fritz und für die Tante Trude. Und das haben wir immer in persönlichen Worten getan, nicht irgendwelche Gebete heruntergeratscht. Haben wir auch zwischendurch. Aber doch war das sehr einprägend für mich, dieses Persönliche. Und ja, und dann ging das so weiter. Also bei der Erstkommunion war es dann so, dass ich die Liebe Jesus schon so sehr gespürt habe.
dass ich gesagt habe, jetzt will ich jeden Sonntag zur Kommunion gehen. Und wow, das war ja damals überhaupt noch nicht üblich, nicht? Und da hat ich war bekannt als schlimmer als 10 Buben, nicht? Also ich war so ein richtiger Raudi, ne? Und dann hat die Religionslehrerin hat dann gesagt, da musst du aber alle 14 Tage beichten gehen. Habe ich gesagt, dann gehe ich alle 14 Tage beichten. Und dann bin ich zu den alten Dächern. Als Kind, hast du denn als Kind schon so viel zu beichten gehabt? Naja, weißt du, was man halt so, ich weiß auch nicht, was ich damals viel gebeichtet habe, aber irgendwas habe ich halt doch immer gefunden. Und wenn nichts anderes, dass ich schlimm war. Ja, weil ja. Davon konnte ja die Oma ein Buch singen. Nicht? Und das 10. Mal war ich ja nicht so, wie sie es gern gehabt hätte. Und irgendwas habe ich halt gebeichtet und bin zu den alten Dächern gegangen, den auch keiner wollte. Meine Güte, ich habe halt meine Sünden gesagt, heute sehe ich ja das gar nicht mehr so als Sünde. Das ist für mich gar kein Thema mehr heute. Aber damals habe ich es halt so genommen, wie es war. Und das hat mich auch nicht gestört. Und habe ihm es halt heruntergesagt. Und der hat gesagt, betz zwar Vater unser. Und dann hat er mir den Segen gegeben. Und in 14 Tagen war ich wieder da. Und so war das eigentlich ganz gut. Und mit 17... Eigentlich habe ich dann gedacht, ich bin ja dann mit 17 aus der Schule gekommen und hatten wir keine Religionsstunden mehr. Und da habe ich gedacht, ich möchte zu dieser katholischen Arbeiterjugend gehen, wo meine Freundin schon dabei war, die jetzt in Florida ist. Die hat mich damals dazu gebracht. Das erste Mal habe ich gedacht, das wäre es für mich, da könnte ich das ersetzen, was die Religionsstunden waren. Hm? Ja, genau. Ja, und in was ich da hineinsteige, hatte ich ja auch überhaupt keine Ahnung. Ne? Also dieser Gründer da, der Josef Kadein, das war ein belgischer Priester, wir haben dann nur mehr Vater Kadein gesagt, weil er uns so persönlich nahe war. Der hat ja Wahrheiten gesagt, die heute so aktuell sind wie eh und je. Und ja, ich sage, damals hat man ja das alles noch nicht gewusst. Eben, ihr seid Söhne und Töchter Gottes und nicht Sklaven, Maschinen und Lasttiere. Na, das war ja was für uns. Und jeder junge Arbeiter und jede junge Arbeiterin hat auf Erden eine Mission zu erfüllen wie die größten Menschen der Welt. Na, und jede kleinste Handlung ist Mitarbeit am Werk Gottes. Na, das war ja was für uns. Ne? Und jeder junge Arbeiter ist mehr wert als alles Gold der Erde und lauter so Sachen, hat er uns gesagt. Ne? Also wir waren begeistert. Nicht? Oder eben, was heute jeder Philosoph sagt nicht? Oder jeder Psychiater sagt, wenn man die Arbeit gern tut, also wenn man sie mit Freude tut, dann wird man glücklich sein dabei und wenn nicht, dann nicht. Ja genau, das sprudelt ja so hier genauso raus, ne? Und das ist echt, das ist genau, das kann man genau wahrnehmen. Also das ist so. Ja, und das habe ich dann so 10 Jahre in alle Führungspositionen habe ich das so gelebt, natürlich mit Herz und Seele, weil das war ja zum Leben. Ne? Das war ja eine Frohbotschaft bis zum geht nicht mehr, nicht, was der da gebracht hat. Und auch diese ganzen Treffen mit der katholischen Arbeit der Jugend und auch, wie ich dann schon 21 war, bin ich ja dann schon weitergefahren. Nicht? Aber vorher habe ich ja nirgends mit, nicht auf Ausflüge habe ich nicht mitfahren dürfen, weil da Frauen und also Burschen und Mädchen dabei waren und mein Vater Angst gehabt hat, dass da was passiert. Ich habe damals gar nicht gewusst, was passieren könnte. Naja, man hätte ja mit der Burschen was haben können, um Gottes Willen. So, verstehst du? Klar. Ja. Das war ja damals nicht so einfach, ne? Und für meinen Vater offensichtlich auch nicht, ne? Zumal meine Oma ja auch irgendwas gehabt hat mit einem, den sie dann nicht geheiratet hat und daraus war die Mama entstanden. Und also es war schon einiges in der. Und er war eigentlich auch ein uneheliches Kind, nicht mein Vater, ne? Also er hat ja gewusst, von was er redet. Aber egal wie, ich habe das alles wunderbar durchgezogen und habe dann doch mit, also 1970, wie ich schon, also da war ich dann schon in Vorarlberg, habe ich dann in Erwägung gezogen zu heiraten. Und eigentlich auch nur deshalb, weil man denkt, jetzt fahre ich schnell noch zur See, bevor das ernst wird mit dem Mann. Und als ich nach der ersten Fahrt zurückkam, erste Fahrt war gleich Los Angeles, mit einem Frachter, damals haben wir Volkswagen nach Los Angeles gebracht und dann hat er gesagt, ich möchte auch.
Und habe mir gedacht, na, wenn ich mit denen jetzt losfahre, das war so ein bisschen ein Frauenfreund. Ne? Aber da kann es doch passieren, dass ich da draußen was habe mit ihnen. Und da bin ich nicht verheiratet. Und man hat doch vor der Ehe nichts. Ich habe doch 10 Jahre diese Ideale gepredigt. Gell? Habe ich gesagt, na, entweder du heiratest mich oder du bleibst zu Hause. Dann hat er gesagt, naja, hast du vorhin angeklärt. Alt genug sind wir, nicht? Er war 29, ich 27. Ne? Hat er gesagt, heirat mal halt. Ne? Ja, das war ein Fiasko. Ja, das war ein Fiasko vom Anfang bis zum Schluss, von der ersten Nacht schon an. Haben wir schon gestritten, also von der Hochzeitsfeier an schon. Ne? Die hat eh bis in der Früh gedauert. Ne? Und so ging das halt dann weiter, ist dann doch mit mir zur See gefahren. Aber dort klappte es auch nicht. Er wusste sich, ich habe den Bildungsunterschied total unterschätzt. Er war kein schlechter Mensch, nicht? Aber er wusste nicht, also der hat mir gesagt, wo soll ich mit dir reden? Ne? Weil er einfach nicht wusste. Und dann hat er von meinen Fehlern angefangen und das war wieder für mich wenig fein. Ne? Nee, genau. Wenn er vor meinen Freunden dann über die Fehler angefangen hat, naja, und dann und auf See hat er heute überhaupt nicht viel mit mir geredet, nicht ins Bett und sonst nichts viel, nicht? Das war nicht mein Stil. Und dann habe ich gesagt, nein, das wird nichts, nicht? Und dann habe ich, weil mein Vater war zum Glück Rechtsanwalt, nicht? So ging das sehr schnell, also ich habe dann gesagt, nein, also wir lassen uns scheiden, das wird nichts, nicht? Und dann mein Vater hat am Dienstag hat er die Scheidung eingereicht, am Donnerstag um 8 Uhr war alles erledigt, oder um 9 Uhr, nicht? Das Heiraten, ja, keiner hat irgendwelche Forderungen gestellt. Ne? Dann hat der Papa gesagt, komm, jetzt gehen wir noch frühstücken miteinander. Okay, und was hat die Kirche dazu gesagt? War das so einfach widerspricht? Naja, die Kirche, zum Scheiden sagt sie ja nichts. Ne? Tragisch wieder nur das Wiederheiraten. Ne? Aber trotzdem war ich ja fast ausgestoßen. Ne? Ich habe dann bald einmal eben einen anderen Partner gefunden, und ich habe gesagt, naja, haben wir eh gewusst, dass die das nicht schafft. Weißt? Also meine eigenen Freunde haben mich alle fallen lassen. Weißt? Weil ich eben so ein Wildfang war. Weißt? Und das war dann nicht ganz so fein. Ich bin dann ein bisschen doch in Depressionen gefallen und habe zu trinken begonnen. Nicht? Der Wein steht bei uns überall am Tisch, weil wir ja in einer Weingegend sind. Nicht? Das wird auch ja, dass es da genügend von gibt. Ja. Und Zigaretten und alles Mögliche habe ich halt wieder angefangen. Das habe ich so ein paar Jahre durchgezogen und dann wollte ich mich für die Schule entscheiden in Bremen, nicht? Für die Funkerschule. Weil Funkerschule, wow. Ja, mein Verlobter ist nämlich auch, der war dann in Eisenstadt hier und dann hat er eines Tages gesagt, weißt du was, hier ist nichts zu verdienen, ich fahre wieder. Da habe ich gesagt, dann brauchst du klar nicht mehr kommen, weil ich bin nicht zu Hause, die Strohwitwe, du kommst alle halben Jahr und spielst den Pascha. Ne, habe ich gesagt, aber ich führe dich noch nach Bremen. Naja, das war schon mein Untergang, weil ich war mit ein paar Seeleuten zusammen und mich war es auch wieder geschehen. Am nächsten Tag bin ich auf die Funkerschule und habe gesagt, wie geht das? Und dann habe ich kannst du gleich auflegen. Ja, na gut, und dann haben sie gesagt, braucht 2 Jahre elektrotechnische Praxis oder 3 Jahre Lehre. Na, mit der Lehre war nichts mehr zu holen in dem Alter, aber die Praxis haben wir gedacht, naja, ich arbeite bei Siemens, da könnte man ja vielleicht was drehen. Ja. Und das habe ich dann doch geschafft. Wow. Ja, da habe ich ein bisschen Unterschrift gefälscht, dass ich heute halt in diese Funkerschule hineinkomme. Ja, und ich wollte natürlich in Bremen auch gleich in der katholischen Kirche mitarbeiten und so. Ne? Und dann hat der Pfarrer gesagt, na, wenn geschieden sind sie, na, da können sie nicht mitarbeiten. Ne? Und dann habe ich mir gedacht, jetzt können sie mich gern haben. Jetzt habe ich nur von der ganzen katholischen Kirche. Ich wäre nicht einmal verheiratet, wenn ich nicht mich so dran gehalten hätte. Ne? Okay. Und jetzt, wo ich den ganzen Scherm auf dem Mist am Hals habe, jetzt darf ich nicht einmal mehr mitarbeiten, weil ich geschieden bin. Ne? Und ja, und dann hatte ich aber schon die Yoga-Lehrbriefe von Paramahansa Yogananda bestellt. Ne? Ah. Ja, die kamen dann, ja, die kamen dann und der erste und ich habe gedacht, so, und jetzt werde ich gleich in Ekstase fallen, nicht? Weil das war ja so schön beschrieben in der Autobiografie eines Yogi. Ja. Naja, das war nicht der Fall, aber die Kirche ist mir eingefallen und die Kirche, und haben mir gedacht, ich gehe lieber hin und bete für sie, als dass ich wegbleibe und über sie schimpfe. Genau, das ist genau richtig. Die Erkenntnis ist noch besser wie eine Ekstase.
Und so war das, und so ist eigentlich durch das ganze Meditieren meine Liebe zur Kirche noch mehr gewachsen. Ne? Ja, genau. Und erst vor ein paar Jahren haben sie mich hinausgeschmissen, weil ich aus der Kirchenzeitung, weil ich zu esoterisch bin. Ach du lieber Himmel. Und, ja, und da war ich dann auch sauer, weil das hat der Priester gesagt, der am ersten esoterisch ist. Dann zweitens einmal hat er mir es nicht einmal persönlich gesagt, sondern der Chefredakteur von der Zeitung hat gesagt, ich darf nichts mehr von dir nehmen. Und der Bischof, dem ich das dann geschrieben hat, hat nicht geantwortet. Da man denkt, naja, der hatte mich, es war schließlich endlich dann eine Friedenskonferenz. Und der Bischof hatte sich schon mal bedankt, dass ich mich so für Frieden einsetze. Nicht? Und man denkt, aber er wollte wahrscheinlich so einen seiner besten Leute halt nicht in den Rücken fallen. Von daher habe ich das halt. Und da bin ich ein paar Tage später wieder in der Kirche gesessen, habe wieder fotografiert, nicht? Weil inzwischen habe ich mein eigenes Magazin Harmonie eben angefangen, dann einmal schon am Internet. Ja, ne, weil ich dann, weil man gedacht hat, da kann ich schreiben, was ich will. Ne? Und da hat mich, wie ich den Bischof halt wieder fotografiert habe, hat mich so eine Liebe überkommen zu dem Bischof, zur Kirche, dass ich mir gedacht habe, das ist besser als ein paar Artikel schreiben. Was? Also, und so war das öfter mal. Also immer, wenn irgend so ein Schub gekommen ist, wo man eher dann emotional reagiert hätte und eher nicht so freundlich, hat sich das bei mir umgewandelt zu einer noch größeren Liebe. Ja, schön. Und das ist mir auch alles, so ist mir das auch alles gekommen von der Kirche und von daher so eben. Und dann, das hört man und ja auch aus deiner Breitung aus, ne? Wenn du das also halt so erzählst, auch, ne? Was da für ein Schwung drin ist und was da für eine Begeisterung drin ist, das ist doch schön. Ja, es gibt nicht viele, die so in der Kirche sprechen wie du. Ich weiß, aber darum wollte ich das Thema mal nehmen und mal zeigen, dass man auch so sehen kann. Genau. Und ich habe jetzt auch noch, ein paar Gedichte da, auch noch was, die ich noch lesen möchte. Und ja, von daher bin ich nach wie vor, ich gehe nicht jeden Sonntag in die Kirche, weil ich ja meditiere und weil ich im Meditieren doch Gott näher komme und weil halt nicht das viele drumherum ist. Aber naja, es gibt eh pausenlos. Du hast doch gesagt, du hättest noch Gedichte geschrieben, ne? Ja, habe ich. Also ich lese jetzt einmal, was ich so für einen Priester habe. Ne? Und dann zum Schluss möchte ich noch eins für Maria legen. Also zum Beispiel ein Priester, der halt eben gestorben ist, aber er setzt das eh ein bisschen raus. Neue Einheit. Auf dem Weg, uns all zum Segen, gingst du, Priester, uns voran. Treu und feurig, wie es vor dir Kardinal Katein getan. Das war der belgische Priester, den sie dann schlussendlich zum Kardinal gemacht haben, wie sie gemerkt haben, was er doch, wie wertvoll er doch ist. Zuerst haben sie gedacht, Kommunist braucht man nicht. Aber nicht vergeblich ist dein Eifer, bis du zähltest 80 Jahre und nun brachtest du dein Leben Gott als volle Ehre dar. Wie der Priestermann aus Flandern hast du Hoffnung stets versprüht, dass auch nach so vielen Jahren Freude, Freundschaft, Einheit blüht. Und wir können euch nur danken, lebend unser aller Ziel, jedem Menschen Liebe schenkend, ganz egal, wie tief er fiel. Töchter, Söhne Gottes sind wir, seinen hehren Wesen gleich, und selbst noch nach Und selbst noch der Allerletzte ist an Fähigkeiten reich. Liebe, Freundschaft, Gottvertrauen können jene neu beleben. Du, o Priester, hast dies alles aus bewegtem Sinn gegeben. Neue Einheit wird uns werden, anders miteinander gehen. Nichts kann trennen, bis wir einstens Gottes Liebe ganz verstehen. Schön. Dankeschön, Ingrid. Schön, super. Schön. Und jetzt möchte ich da noch eins, das hat eben einer gesagt, oder es handelt von einem, der war Diözesanseelsorger von der katholischen Arbeiterjugend in der Steiermark und ist dann Bischof geworden. Wie er dann Bischof geworden ist und ich ihn das erste Mal angerufen habe, hat er gesagt, grüß dich, alte Freundin.
weil wir sind halt zusammen schon Ski gefahren. Ne? Mhm. Aber er war auch so persönlich und unbekümmert. Ne? Und das war dann, ich glaube, das ist gerade passiert, wie bei uns das erste Mal aufgekommen ist, dass sich ein Bischof, das war damals diese ganze Krähengeschichte, glaube ich, sich vergriffen hat an Kindern und so. Nicht? Was natürlich nicht schön ist, aber ich sehe jetzt, wie ich das verarbeitet habe. Im Dienst für Gott, du Priester, der du Gottes Liebe nicht sichtbar machen kannst der Welt, gingst unter du im Weltgetriebe, hast gar du den Beruf verfehlt? Ein Bischof noch als Jugendpriester sprach Worte uns vom tiefen Sinn. Bet zuerst neunmal für den Priester, ehe du klagst einmal über ihn. Vielleicht lässt du auch das dann sein. Erkennst, er ist ein Mensch wie du. Die Liebe Gottes schließt ihn ein und zieht uns all dem Himmel zu. Für deine Seligkeit ist's gleich, wie er vor seinem Gott besteht. Und jeder Weg ist chancenreich. Sieh zu, dass keine dir verweht. Die Liebe, die uns Gott will lehren, wird übbar erst im Schwierigen. In Menschen, die das Wort verkehren und selbst nicht scheuen die Intrigen. Verstehen und Gelassenheit ist Brücke zu dem anderen hin, lässt ahnen die Unendlichkeit und Gottes liebevollen Sinn. Wow, schön. Schön, danke schön, Ingrid Maria Linnert. Es ist wunderschön, diese Art, danke Heidemarie, diese frische Art, einfach von sich zu erzählen, denke ich, das ist wirklich ein Vortrag, die Art, wie das gesagt wird, die Freundlichkeit, das Authentische. Ja. Es ist für mich eine neue Dimension, weil wir haben sonst immer nur Themen. Ingrid, ich danke dir sehr. Und, gerne. Und dann sehen wir uns später, ne? Genau. Ja, okay. So, es ist schon zu viel. Darf ich noch ein Gedicht lesen? Oder ist schon vorbei? Es ist schon 5 Minuten über, weil ich muss die andere Sendung jetzt hochladen. Ne? Ja, du musst schon wieder bisschen, die andere. Aber es ist auch schön als Meditation auch am Anfang, ne, so die Gedichte, ne, weil die bringen schon deine Energie, ne, rein. Ne? Oder es ist für mich Meditation. Ja. Für mich ist, während du liest, es einfach auch Meditation. Ne? Bist du nachher da? Wie war das mit dir, Ingrid? Nein, weil ich moderiere jetzt dann noch die Heidemarie um 6. Ja. Und dann gehe ich ja in die Kirche. Ah, okay, gut, dann 19:30 Uhr nicht mehr. Okay, also wunderbar. Es fängt ja gerade um 19 Uhr eben an, darum haben wir das hier vorverlegt. Alles klar. Okay, danke schön. Also weil jetzt danke euch und ich wünsche euch allen ein frohes Osterfest. Alle, die so nebenbei noch da. Danke. Weil jetzt kommt Professor Dr. Michael Friedrich Vogt mit der Demokratie, Parteisystem, Medien, Lüge.